Du möchtest dich selbstständig machen, beziehst gerade ALG 1 und willst Gründungszuschuss beantragen. Nun, da bist du heute hier richtig zu dem Thema, wie viel Geld kannst du hinzuverdienen, wenn du dich selbstständig gemacht hast. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung für Geschäftsentwicklung und jedes Jahr begleiten wir eine Vielzahl von Menschen dabei, Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Leistung zur Einbildung von Selbstständigen und viele andere Förderprogramme der KfW und EAP und IWB zu vermitteln. Und eine Frage ist natürlich, wird mir was abgezogen oder wie viel kann ich hinzuverdienen? Und ich möchte heute auf zwei Art und Weisen hier antworten, denn einmal gibt es ja die Phase schon, bevor der Vollerwerb gegründet worden ist, also Gründungszuschuss bewilligt worden ist, also die Phase, wo man ALG 1 hat. Und da ist ja auch die Frage, wie viel kann ich hier hinzuverdienen? Und dann kommt die Vollerwerbsgründung, also hier die Ummeldung im Vollerwerb, falls hier schon ein Nebenerwerb bestanden habe. Und dann ist ja die Frage, wenn jetzt hier Gründungszuschuss bewilligt worden ist, wie viel kann ich dann hier hinzuverdienen? Nun fangen wir an mit der ersten Phase vor der Vollerwerbsgründung. Du bist also angestellt oder du bist schon arbeitslos eins und meldest schon einen Nebenerwerb an. Das heißt also weniger als 15 Stunden in der Woche. Damit bist du verfügbar und kriegst auch weiter ALG 1, um dann Gründungszuschuss beantragen zu dürfen. Nun, und hier gibt es interessanterweise zwei Zahlen, was du hinzuverdienen kannst. Es gibt nicht einmal die reguläre Hinzuverdienstgrenze und die liegt bei 165 Euro im Monat. Gewinn, nicht der Umsatz. Das bedeutet, du kannst natürlich deine Kommunikationskosten, deine Mobilitätskosten, kleinere Investitionen, die unter 810 Euro liegen, kannst du natürlich von dem Umsetzen abziehen. Das heißt, wenn du 1000 Euro Einnahmen hast und du hast 900 Euro Ausgaben, dann liegst du unter der Hinzuverdienstgrenze von 165 Euro Gewinn. Aber diese 165 Euro, die können nach oben gehen. Wie kann es nur sein, dass es Menschen gibt, die 1000 Euro Hinzuverdienstgrenze haben? Nun, das ist relativ simpel zu beantworten, wenn die Nebenerwerbsmeldung schon älter ist. Also wenn zum Beispiel hier schon über 12 Monate, also schon eine gewisse Zeit, ein Nebenerwerb bestand und da schon Gewinne erzielt worden sind. Also ich habe beispielsweise einen Handwerker, der hat nebenberuflich schon ein eigenes Gewerbe gehabt und Handwerksbetrieb und hat schon immer so 1000 Euro im Durchschnitt, also 12.000 Euro Gewinne in den letzten 12 Monaten gemacht. Und dann macht die Agentur für Arbeit Folgendes. Sie ermittelt den Durchschnitt der letzten 12 Monate. Und wenn dieser Durchschnitt 1000 Euro war, dann wird die Hinzuverdienstgrenze angehoben auf diese 1000 Euro. Das bedeutet, er kriegt voll ALG 1. Der ist zwar noch weiter im Nebenerwerb tätig, ja, und er kann Gründungszuschuss immer noch beantragen, aber er kann auch schon in der ALG 1 Phase weiter seine Gewinne auf 1000 Euro machen. Also beispielsweise hat er 3000 Euro Umsatz, abzüglich variabler Kosten, Fremdleistungskosten, Fixkosten, kommt dann auf 1000 Euro Gewinn und kriegt sein ALG 1 weiter. Und das ist schon mal eine gute und auch eine faire Nachricht. Wie sieht es jetzt nun aus, wenn der Gründungszuschuss bewilligt worden ist? Wie viel kann man dann dazu verdienen? Und diejenigen, die vielleicht sich mit jemandem unterhalten haben, der beim Jobcenter war oder viel in der Gerüchteküche gehört haben oder vielleicht auch unser Video gesehen haben, wie viel Geld kann ich beim Jobcenter dazu verdienen, die wissen, dass das Jobcenter hart reguliert, dass man da nur 100 Euro auch nach der Gründung hat und alles, was da drüber geht, wird abgezogen. Ist das hier beim Gründungszuschuss auch so? Nein. Hier ist der Unterschied, du hast in eine Arbeitslosenversicherung einbezahlt und hast jetzt einen Versicherungsanspruch, eine Leistung, die du empfängst, die du vorher eingezahlt hast, im Gegensatz zum Jobcenter. Und deshalb ist hier ab dem ersten Tag dein Zuverdienst ohne Limit. Das bedeutet also, du kannst deinen Gründungszuschuss voll, auch steuerfrei, bekommen. Du kriegst dann zusätzlich natürlich noch die 300 Euro Krankenversicherung obendrauf. Ansonsten ist es ja genau wie ALG 1, die gleiche Höhe für 6 Monate. Kannst es dann nochmal für 9 Monate verlängern, diese 300 Euro, die du hier 6x 300 Euro noch bekommst, die Krankenversicherung. Und alles, was du drumherauf verdienst, nun, das ist deins. Die eine Ausnahme ist, wenn du sagst, oh, ich kriege ja mal einen guten Job. Ich habe ja eine gute Stelle bekommen. Und das ist keine 450 Euro geringfügige Beschäftigung, sondern kriegst 451 oder 500, 600 Euro. Und dein Auftraggeber, wo du jetzt teilweise selbstständig bist, teilweise angestellt bist, der versichert dich sozialversicherungspflichtig. Und damit
bist du in einem sozialversicherungspflichtigen Anstellungsverhältnis und du verlierst sofort deinen Gründungszuschuss. Das bedeutet also, wenn du angestellt arbeitest, dann geringfügig beschäftigt, also kleiner gleich 450 Euro und nicht sozialversicherungspflichtig. Das ist der einzige Grund, der einzige Betrag, die einzige Einkommensart, die du nicht zu deinem Gründungszuschuss hinzuverdienen darfst, damit dieser nicht nichtig wäre. Also vermeide sozialversicherungspflichtige abhängige Beschäftigungsverhältnisse. Zusammengefasst also, hast du in der Vorgründungs-Nebenerwerbsphase eine Zuverdienstgrenze von 165 bis nach oben offen, was du bisher schon verdient hast. Danach kannst du dazu verdienen, wie du willst, ohne Limit, aber achte darauf, dass du keine sozialversicherungspflichtigen abhängigen Beschäftigungsverhältnisse eingehst. Solltest du Fragen haben, wie genau du jetzt deinen Gründungszuschuss beantragst oder wie du das abbildest, die letzten 12 Monate per Einnahmeüberschussrechnung oder wie du die Antragstellung machst oder einzelne Fragen hast, wenn der Sachbearbeiter Probleme macht und dir vielleicht verbal eine Absage erteilt für Gründungszuschuss, dann kannst du gerne den Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, gerne unseren Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Beantragen deiner Fördermittel und beim Erreichen deiner Ziele. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.